darf euch da begrüßen am Rinnhubergut. Ich bin der Gerhard und ich bewirtschafte da gemeinsam mit meiner Partnerin, der Verena, und mit meinen Eltern einen 24 Hektar Betrieb. Wir haben auf dem Betrieb da mehrere Standbeine, aber das mit wahrscheinlich bei weitem größte Standbein ist die Schweinehaltung. Und da sind wir eigentlich schon seit ein paar Jahren immer ein wenig auf der Suche gewesen nach einer alternativen Haltungsform. Wir sind da in unserem Babyferkelstall. Das ist für uns eine ganz neue Erfahrung gewesen, weil wir ja mit so kleinen Bodscherl jetzt erst überhaupt noch nie was zu tun gehabt haben. Wir schauen, dass es ihnen gut geht da bei uns. Sie kriegen natürlich auch ein Streu, dass sie es auch schon gewohnt sind, bis später nachher. Und läuft recht gut. Ja. Und wenn man sich so anschaut, man sieht sehr, dass sie sich wohlfühlen. Uns liegt das Wohl der Tiere sehr am Herzen und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir beim Hofkulturprojekt mit dabei sein können. Unsere Schweine geht es sehr gut. Die haben doppelt so viel Platz als üblicherweise. Sie können entscheiden, ob sie in den Strohbereich gehen oder im Außenbereich bleiben können. Im Außenbereich haben sie frische Luft, können das Wetter genießen, das heißt viel Tageslicht, Sonne, Wind. Und wenn es einmal recht warm ist, können sie duschen gehen. Wir sind da jetzt im Moststall, im Außenbereich. Aha, wie man sieht, schaltet sich gerade die Duschen eh. Immer wenn es ein wenig heißer ist draußen oder so, dann wird da in gewissen Zeitintervallen werden die Schweine beregnet und man sieht eigentlich, dass einer das taugt. Füttern tun wir, wie die Verena erst gerade schon gemeint hat, ad libitum über die Futterautomaten, das geht trocken. Und wir sind da recht bedacht drauf, dass die Qualität von unserem Futter eine sehr hohe ist. Und das ist für mich auch ein Ansatz für Tierwohl, dass das einfach bei der Fütterung schon anfängt, dass er ein gutes, gesundes Futter zum Fressen kriegt. Man muss zwar sagen, die Arbeit ist wirklich um ein gutes mehr geworden, weil das Ganze mit Einstreu und Ausmisten, das erledigt sich eben nicht von selber. Aber genauso wie sich der Lebensraum für die Tiere verändert hat, so hat sich auch mein Arbeitsplatz verändert. Und genauso wie die Tiere an der frischen Luft sind, bin ich jetzt da. Ich gehe gerne in den Stall.